Guten Tag und herzlich willkommen. Wir haben da was für euch. Die Grundrechte unserer Demokratie sind ein hohes Gut, mit denen keiner spielen sollte. Mit GG20 aber könnt ihr unsere Grundrechte Artikel 1 bis 20 des Grundgesetzes spielerisch kennenlernen. Die Evangelische Akademie der Nordkirche mit ihren Regionalzentren für demokratische Kultur haben GG20 als Kartenspiel für die Hosentasche, als Großgruppenspiel und Computerspiel entwickelt. Wir möchten heute mit euch das Computerspiel in den zwei Varianten kennenlernen und euch es erklären. Dazu gebt bitte in den Webbrowser www.gg20.de ein und drückt auf Enter. Es öffnet sich das Anfangsbild von GG20. Eine Empfehlung von uns ist noch, legt euch zum Spielen ein deutsches Grundgesetz bereit. Es ist im Print oder als App in verschiedenen Formaten und Sprachen verfügbar und kann euch beim Spielen helfen. Die Variante 1 ist etwas knifflig. Die Variante 2 ist angelehnt an ein Memory-Spiel und kann schon ab 10 Jahren gespielt werden. Für weitere Fragen könnt ihr hier mit einem einfachen Klick draufgehen und euch weitere Informationen holen. Jetzt aber zurück und wir starten mit der Variante 1 des Spiels GG20. Dabei einen einfachen Klick auf die 1 und einen einfachen Klick auf Start. Es öffnet sich ein Spielfeld. Hier seht ihr links 31 Spielkarten verdeckt auf dem Spielkartentisch. Die Spielgeschichte geht so. In unserem Land treibt ein gruseliges Monster sein Unwesen, Demokritus. Es entreißt den Menschen ein Grundrecht nach dem anderen, stiftet Verwirrung und organisiert Rückschläge. Es droht der Verlust der Demokratie. Eure Aufgabe ist es, ob als Einzelspieler oder gemeinsam im Team, 8 Schätze, das heißt 8 Grundrechte der Demokratie, zu finden, um sie dann zusammen mit der Zielkarte zum Ablagetisch zu bringen, bevor das Monster Demokritus sich aus 6 Teilen zusammengesetzt hat und das Land verloren ist. Nehmt euch dabei vor Verwirrung und Rückschlägen in der Demokratie in Acht. Es beginnt die Person, die als erstes einen Artikel aus dem Grundgesetz nennen kann. Ja, ich habe die Menschenwürde gehört. Wunderbar. Die Menschenwürde ist Artikel 1. des Grundgesetzes und muss auch als erstes im Spiel gefunden werden. Hier befinden sich übrigens alle Artikelnummernkarten auf dem Stapel, die nach und nach aufgedeckt werden. Die erste Person sucht sich eine Karte aus. Mit einem einfachen Klick kann die Karte umgedreht werden. Um die Karte zu bewegen, wird per Maustaste die Karte festgehalten und zum Beispiel hier über die Lupe gezogen. Die Karte wird vergrößert und wir sehen, es ist die Versammlungsfreiheit, nicht die gesuchte Karte. Wir bewegen sie wieder zurück. Mit einem einfachen Klick wird wieder umgedreht und die nächste Person ist dran und wählt sich eine neue Karte. Einfacher Klick, mit der Maustaste festhalten und hinüberziehen. Es ist die Menschenwürde, eine Schatzkarte, die gesucht wird. Und wir legen sie am Ablagetisch ab. Als nächstes wird eine neue Artikelnummerkarte aufgedeckt. Wir müssen jetzt Artikel 7, 8 oder 9 suchen. Das sind Recht auf Schule, Versammlungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit. Nicht gewusst? Das Grundgesetz kann euch dabei helfen, die Artikel zu finden und auch um nachzuschauen, was dahinter steckt.
Die Versammlungsfreiheit, die hatten wir doch vor kurzem gerade aufgedeckt. Hier ist also der zweite Schatz. Die nächste Artikelnummerkarte wurde aufgedeckt und wir haben jetzt die Artikel 10, 13 und 15. Das sind, ist das Briefgeheimnis, die Unverletzlichkeit der Wohnung und Vergesellschaftung. Es wird wieder eine Karte aufgedeckt und hier haben wir jetzt ein Monsterteil, das entsprechend der Unterlage hier zusortiert wird. Die Leerstelle füllen wir in diesem Falle mit kein Bock auf Politik auf. Und in der nächsten Runde muss die Person, die diesen Null Bock auf Demokratie gezogen hat, eine Runde aussetzen. Wir haben das Spiel jetzt etwas vorgespult. Ihr seht, es sind einige Schätze gefunden, aber auch einige Monsterkarten wurden aufgedeckt und der nächste im Team ist jetzt dran. Hier haben wir jetzt eine neue Aktionskarte. Das ist der Rückschlag in der Demokratie, der dazu führt, dass man auf einen Schatz verzichten muss, den man schon gesammelt hat. Wir nehmen den Rückschlag raus und im Team wird jetzt entschieden, welcher dieser Schätze wir jetzt opfern. Dabei ist die Menschenwürde unantastbar. Das Team hat sich entschieden, Schutz der Ehe und Familie herauszunehmen und die Lücke vom Rückschlag wird aufgefüllt mit einer Null Bock auf Politik-Karte. Das heißt, in der nächsten Runde muss die Person, die die gezogen hat, aussetzen. Es wird zurückgeklappt, die Karte, und ein neuer Spieler ist dran. Das Team hat sich für eine Schatzkarte entschieden, die sie dem Rückschlag gibt oder zum Opfer gibt. Und die Kartenfläche wird ersetzt durch eine Null Bock auf Politikkarte. Wird umgedreht und die nächste Person ist dran, um die Karte zu ziehen. Hier haben wir die Verwirrung, die die Karten durcheinander bringt. Über dieses Feld könnt ihr die Karten wieder zusortieren, einigermaßen. Und es geht weiter. Die Verwirrung bleibt im Spiel. Ja, wir haben wieder etwas vorgespult und jetzt ist es soweit. Die 8 Schätze wurden gefunden, bevor Demokritus gepuzzelt wurde. Und zum Schluss bringen wir nun diese Zielkarte, den Ort der gemeinsamen Entfaltung, auf den Ablagebereich. Und wir haben gewonnen. Das Spiel kann aber auch weniger erfolgreich werden. Hier sind schon fast alle Monsterteile aufgedeckt. Hilfe für das Spiel bekommt ihr auch hinter diesem Button. Wenn ihr da mit einfachem Klick drauf geht, findet ihr nochmal die Anleitung für das Spiel GG20 in Variante 1. Hier könnt ihr bei Karten mit einem Klick raufgehen und es erscheinen nochmal alle Karten von Artikel 1 bis Artikel 19. Die Zielkarte, die Null Bock auf Politikkarte, Rückschlag und Verwirrung. Hier erhaltet ihr auch die Spielanleitung in Englisch.